Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomhobbits und Eladum zu einem neuen Part Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part haben wir Engines, die schon eigentlich erkundet. Heute wartet hier unser Rivale vor der Arena auf uns. Da geht's gleich los in die erste Herausforderung der Arena Challenge. Oh, und wen haben wir denn hier? Na, wenn das mal nicht ein Pokémon ist, was uns noch in diesem Verlauf dieses Spiels noch begegnen wird. Dieses Kramor trägt sonst wieder mal durch die Lüfte, aber jetzt braucht es erstmal eine Pause. Ja, also werden wir hier auch nicht durchgelassen. Ja, wir wollen ja eh hier hin. Ich wollte nur mal nach links und rechts gucken. Ist das ein Mann? Oh, ich wollte noch mal den Mann mit Pokéball-Gesicht sprechen. Das war ein Mann mit einem Pokéball-Kostüm. Da bist du ja. Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir nur vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nur unsere Mütter an. Nicht nur unsere Mütter an. Sondern unzählige Leute auf der ganzen Welt. Ich zittere schon total von Nervosität. Ja, genau, Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität. Das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeklotzt, Zwergenfürst. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen. Aha, okay, jetzt kann ich auch mit dem Pokéball-Mensch reden, oder? Tada! Du bist dir nicht zu schade, auch ein Pokéball wie mich anzusprechen. Dafür will ich dir was Feines geben. Du heißt einen Pokéball. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Verstaust das Item in der Pokéball-Tasche. Ach übrigens, mal unter uns. Ich bin in Wahrheit gar kein Pokéball. Da bist du baff. Wie? Hast du eine Idee, wer ich bin? Also gut, ich frag's dir. Man nennt mich Balduin. Oh Gott, ist das schlecht. Ich ziehe von Stadion zu Stadion und feuere alle Teilnehmer lauthals an. Sag ruhig immer Hallo, wenn du mich irgendwo entdeckst. Das Stadion ist groß genug, um deine maxierte Pokémon darin Kämpfe austragen zu lassen. Vor langer Zeit soll es ja mal ein gigantisches Stadion ganz aus Stein gegeben haben. Aha, okay, dann werden wir wohl hier mal mit Dynamax Evoli kämpfen. Oder nicht? Die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge ist jedes Jahr mein absolutes Highlight. Hier können wir auch nicht lang. Nach der Challenge wahrscheinlich können wir noch die ganze Stadt erkunden. Die Arena-Leiter sind bei der Eröffnungszeremonie für die Arena-Challenge auch mit von der Partie. Ah, das Engine-Stadion. Der Schauplatz der Eröffnungszeremonie. Auf den Schaukämpfe freue ich mich auch schon sehr. So, na dann. Wollen wir langsam mal rein hier. Wir Liga-Angestellten sorgen dafür, dass die diversen Kämpfer bei den Arena-Challenge alle reibungslos über die Bühne gehen. Aha. Alle Teilnehmer der Arena-Challenge sind herzlich eingeladen, die Nacht im Knospi-Inn zu verbringen. Na denn. Wir dürfen sogar hier übernachten. Ja, das ist ja sehr schön. Und dass sich mal nicht lohnt. Okay, da wären wir also innerhalb der Arena. Innerhalb der Arena sind wir noch nicht, aber in der Vorhalle. Wow, schau dich mal um. Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Es ist ja auch eine Arena. Gegen all die müssen wir uns durchsetzen. Komm, melden wir uns an. Was, wir müssen gegen... Ach du Schande. Das kann ja was werden. Und da habe ich gerade schon im Augenwinkel wen gesehen, den erblickt. Einen neuen Charakter, den ich tatsächlich schon aus den Trainern kenne. Was geht denn mit dem ab? Seid ihr zwei hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Die haben wir natürlich mit dabei. Ach, sie hat keinen Empfehlungsbrief bekommen, deshalb oder was? Oh! Eine Empfehlung vom Champ persönlich. Sowas sehe ich zum ersten Mal.
Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Wie bitte? Denion hat euch beide als Teilnehmer an der Arena Challenge empfohlen. Dann müsst ihr wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet, mein Name ist Hope. Vor ihnen steht Denions kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde dein Champ. Was? Einen Moment, bitte. In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsst ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Ich darf mir eine Trikotnummer aussuchen. Das ist ja fantastisch. Ohne lange zu zögern. Das ist ja wohl klar. Du hast dich also für die 42 entschieden. Gut, das trage ich also sofort ein. Trag bitte immer dieses Challenge-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospi in übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los, komm, wir checken am besten gleich in Knospi ein. Hotelübernachtung. Obligatorische Bettentest, ich komme. Jo, ich rede mal hier erstmal mit den Leuten hier. Man muss das hier erstmal erforschen, was hier alles in der Freude stattfindet. Also das muss schon sein. Als Arena-Challenger sollten wir einfach alles aus uns herausholen. Müssen wir wirklich gegen alle kämpfen, die sich hier versammelt haben. Oh wei. Das wird ja seine Zeit dauern. Alles klar. Na, die kenne ich doch schon. Die kommt mir sehr bekannt vor. Hallo. Du machst vielleicht große Augen. Ich wette, das ist der erste Besuch in einer Großstadt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin nämlich auch ein Landei. Pico! Alles klar. Wird uns noch nicht verraten, wer das ist. Auch wenn es so viele Teilnehmer sind, werden sich wenige bis zum Ende durchsetzen. Alles klar. Ach, wen haben wir denn da? Der kommt bestimmt auch gleich auf uns zu. Entschuldige, aber hier haben nur diejenigen Arena-Challenger Zutritt, die sich an unserer Arena-Mission versuchen. Tue ich doch, oder? Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge. Meine Familie klebt dann sicher am Fernseher. Vielleicht sollte ich noch mal im Spiegel checken, ob meine Frisur richtig sitzt. Ist doch erst morgen. Okay, was haben wir hier? Und du noch? Hey, hast du schon gehört, dass bei diesem Turnier auch Trainer mitmachen, die eine Empfehlung vom Champ und von Rose haben? Auch? Achso, auch von denen haben. Ich wollte gerade sagen, es muss doch jeder eine Empfehlung haben. Meine Empfehlung stammt vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also geh mir aus den Augen und verschwinde nicht länger meine kostbare Zeit. Also meine Empfehlung ist vom Champ. Na denn. Wieder nach draußen, Engine City. Du bist Arena-Challenger Zwergfaust, hab ich recht. Zum Knospi Inn geht's hier entlang. Wenn du mir bitte folgen würdest. Na, sehr gerne. Wir können wahrscheinlich nicht anders als dir folgen. Alle anderen Wege sind ja versperrt. Wenn das nicht das Knospi Inn ist. Dies ist das Knospi Inn, Zwergfürst. Tritt ein und ruh dich gut aus. Du wirst all deine Kräfte brauchen. Na dann. Eingetreten. Kravums! Warum hast du die Tür kaputt gemacht? Warum hast du die Tür eingetreten? Oh, hi Kids! Wie sieht's aus? Habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt? Hey, Sanja! Sanja heißt die, glaube ich. Ich habe die ganze Zeit falsch gesprochen. Hey, Sanja! Was machst du denn hier im Hotel?
Ich stelle Nachforschungen über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit den Legenden der Galar-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Oh nein. Wir wollen einen entspannten Abend hier im Hotel haben. Also wir wollen die Minibar plündern, wir wollen hier Party machen. Im Hotel kurz vor unserem Arena-Tag. Da müssen wir noch ein bisschen. Da müssen wir die Sau rauslassen hier im Hotel. Die Statue, wer soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferung zufolge einst die Galar-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gern seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Wir haben ja Zeit. Nur nicht kurz fast. Vor langer Zeit erschien am Himmel von Galar ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewaffnet mit einem Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Wow, das klingt, als wäre der Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausgefunden willst, was hinter dem Schwert und dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Nee, ich schaff das schon. Danke. Ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwo werde ich eine heiße Spur finden. Sagt mal, solltet ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr hier übernachten wollt? Ich wollt's, ja, aber ich wurde von dir aufgehalten, Sanja. An der Rezeption scheint fehlerlos zu sein. Stimmt, wir müssen ja noch einchecken. Wenn uns irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid, Sanja. Jo. Na dann. Hier geht's bestimmt gleich in der Story weiter. Die Leute, die sehen ein bisschen seltsam aus. Was ist denn mit diesen Typen los? So kann ich nicht einchecken. Nee, ich auch nicht. Hey Leute. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Eine Straße, viele Bäume. Ja, das ist eine Allee. Meine Kollegin von Team Yell und ich sind extra angereist, um unsere Lieblingstrainer bei der Arena Challenge anzufeuern. Wenn du uns dabei in die Quere kommst, müssen wir leider deine Pokémon Platz machen. Mal sehen, wer hier wen Platz macht. Augenblicklich ein Kampf. Oh nein. Er hat ein Wuselainfes Gerät. Du legst dich drauf an, was? Wie du es willst, ich hab dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans und echte Fans schrecken vor nichts zurück, um ihren Star zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Kampf gegen Team Yell. Hübel von Team Yell fordert dich heraus. Ah, da treffen wir also zum ersten Mal auf Team Yell. Das Schurkenteam von Pokémon Schwert und Schild. Alles klar, das Schurkenteam der 8. Generation. Ich hoffe, die sind nicht so luschig wie das Team aus Pokémon Sonne und Mond. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Vom Team aus Pokémon Sonne und Mond. Aber es scheint fast so, als müsste genauso luschig wären. Zickzacks haben sie auf jeden Fall im Team. Ja, so, ruckzucki. Na komm. Das kann Evoli, unser schwächstes Pokémon, doch hinkriegen. Ja, kein Problem. Schon besiegt. Krübel von Team Yell besiegt. Erst breche ich einen Streit vom Zaun und dann verliere ich auch noch. Was für eine Blamage. Du gewinnst 720 Pokémon, dann gehst du gleich aus dem Kampf gegen den Schurken von Team Yell hervor. Schurken. Gänsefüßchen, zeig. Hey Leute, das schreit nach einer Revanche. Zeig ihm, dass Team Yell immer zusammenhält. Ach, müssen wir jetzt die anderen noch bekämpfen?
Naja, wird ja nicht so schwer werden. Geht klar, Kumpel. Dann halt mal schön mal die Gelegenheit, in der Hotellobby zu kämpfen. Team Yell Nummer 2. Rübe von Team Yell von sich aus. Ja, die haben die Banner verraten schon, von wem sie Fans sind. Das ist eigentlich relativ offensichtlich. Ich bin mir noch nicht ganz klar, ob wie ich jetzt die Dame, also die wir gerade schon im Foyer gesehen haben, wie ich die einschätzen soll. Ist die genauso wie ihr Team, also wie ihr Fan-Team, oder ja, normalerweise sind Promis jetzt nicht unbedingt so wie ihre Fans, aber ja, ist die auch so eine krasse, oder ist die, also eine krasse, so eine, ja, krass im Sinne von krass, also von krass daneben. Ist sie so krass daneben oder ist sie eher eine andere? Kann ja sein, dass die Fans so ein bisschen daneben sind. Werden wir schon sehen. So, wie dieses schickimicke Atmosphäre hier hat mir wohl das Hirn vernebelt. Das ist hier die große Preisfrage. Ist hier auch so eine Gangsterbraut oder ist das dann, ja, oder sieht das bei ihr anders aus? Sind das nur ihre Fans? Was ist denn hier für ein Lärm los, Zwergfürst? Ich dachte, du willst nur einchecken. Ja, wollte ich auch, aber ich wurde schon wieder aufgehalten. Erst von Sanya und dann von den Kollegen hier. Moment mal, hast du hier etwa die ganze Zeit gekämpft? Keine schlechte Idee, pass auf, ich zeig's dir mit ein paar... Keine schlechte Idee, pass auf, ich steig mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Aber vorher heil ich deine Pokémon. Ja gut, das mit dem Heilen meiner Pokémon, das ist jetzt hier wirklich auffällig. Das wird hier wirklich bei jedem kleinen Piekser, werde ich hier wieder geheilt. Das ist vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Vor euch steht der Arena Challenger hoch. Nächster Champ der Ganna-Region. Los geht's. Jetzt heißt es 2 gegen 2. Ach so, die letzten 2 besiegen wir zu zweit. Wenn wir mit euch fertig sind, jubeln wir ohne. Wir wimmern dann noch maximal noch ohne. Doppelkampf. Rübel von Team Yell und Rübel von Team Yell fordern dich heraus. Nein, nicht die Rübel von Team Yell, sondern Yell. Das sind beides Typen von Team Yell. Ich habe euch nur versprochen. Woody. Na toll, mit dem Woody kämpft er hier. Naja, dürft er hinkriegen. Das sind nur 2 Zickzacks. Ja, los. Hochzughieb. Na dann. Kanto, Hochzughieb. Team Yell, das kriegen wir. Ja. Diese Schurken, die kriegen wir easy peasy besiegt. Gar keine Ursache. Easy peasy lemon squeezy. So sieht's aus. So, na dann. Hoch zu Kieb. Attacke. So, klappt die Fuchs besiegt. Da war es nur noch ein Zickzacks. Das kriegen wir auch noch hin. Blacky. Level hoch. Level ab. So, Woody hält munter weiter an. Ist aber, glaube ich, ein bisschen schlechter als hier. Wir haben so noch Level 12. Zu Level 10. So. Wie wär's mit, Hochzughieb. Bleibt ja noch übrig. Hochzughieb. So, sehr nice. Roter Bereich. Und zum roten Bereich. Zickzacks besiegt. Ja, war jetzt nicht zu schwer, dieser Kampf. Die Herausforderung war jetzt nicht übermenschlich. Team Yell besiegt. So eine Niederlage macht mich traurig. Und wenn ich traurig bin, kann ich niemanden anfeuern. Dabei wollte ich mir doch endlich nur die Eröffnungszeremonie anschauen. Du gewinnst 1440 Pokémon-Dollar. Die Siegreich aus dem Kampf gegen Team Yell hervor. Hervorragend. Jetzt habt ihr allen Grund zum Jubeln und wir können nur leise wimmern. Hey, was ist denn hier los? Miss Mary!
wir, also... Ich verstehe ja, dass ihr mit den anderen Arena-Challengern auf Kriegsfuß steht, aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Okay, verstehe, wie wir sie einzuordnen haben. Ist die Stimme vielleicht schon richtig? Nehmt es diesen Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans. Champs, genau. Sie nennen sich Team Yen und feuern mich bei der Arena Challenge an. Und wie es aussieht, übertreiben sie das mit dem Unterstützen ein bisschen. Na los, ab mit euch, geht nach Hause. Team Yen will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behandeln sie andere Arena Challenger oft etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ach, du bist also Arena-Challenger und du hast schon deinen eigenen Fanclub. Da werde ich glatt neidisch. So, jetzt können wir uns vielleicht mal langsam mal anmelden. Guten Abend und herzlich willkommen im Knospien. Du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Ja. Ah, du bist Zwergfürst, richtig. Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel Sweet Dreams. Am nächsten Morgen. Guten Morgen! Der Hulk, der war schon relativ früh wach, der hat schon trainiert hier. Der hat sich schon fit gemacht in der Lobby. Der hat sich nicht lumpen lassen. Der ist ein Frühaufsteher. Ab heute wird es endlich ernst. Der Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hulk. Komm, Zwergfürst, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Der und seine Wettrennen, das ist doch immer wieder... Ist doch nicht wahr. Oh, wir können hier mit dem Lift fahren. Nichts damit Wettrennen. Ich laufe hier noch ein bisschen durchs Hotel. Ist das mein Zimmer oder bin ich jetzt in einem Hotelzimmer von Wehrmann da eingebrochen? Ich will nicht lange stören. Dinon ist der Hammer. Niemand legt so einen coolen Durk-Pose wie er hin. Ach, mein süßer kleiner Enkel lässt sich noch so leicht beeindrucken. Dabei weiß doch jeder, dass meine Glurak-Pose unübertroffen ist. Mhm. Ja, gut, dass ich mich hier mal umgucke. Ich will auch alles vom Spiel zeigen, also ich will jetzt hier nicht gleich losrennen und dieses wunderschöne Hotel ungezeigt lassen. Boah, du hast ein Dynamax-Band. Band. Das ist super mächtig, weil du damit Pokémon in dem Stadion voll riesig machen kannst, oder? Hoffentlich erfüllt der Wunschstern dein Dynamax-Band alle deine Wünsche. Kann ich mich hier reinlegen ins Bett? Obligatorischer Bettentest. 3, 2, 1. Funktioniert leider nicht. Genau, jemand gepfiffen. Zimmerservice. Zimmerservice, das Bett ist ungemacht. Zimmerservice, her hier. Die Sterne vom Gang. Ich bin einzig und allein hier, um mir ein Match im Engine-Stadion anzusehen. Wenn es richtig rund geht, kann man das Getose der Menge sogar hier im Hotel hören. Wenn man im Stadion ein Match live mitverfolgt, spürt man den Boden beben, bis man selbst am ganzen Körper zittert. Ich breche in alle Zimmer ein. Ist das meins? Aha. Kein obligatorischer Bettentest. Schade. So, alle Zimmer untersuchen. Ich mache heute den Zimmerservice. Hallo. Ich habe da tut so nett das Glitzern sehen. Und ich bin gleich hin, um es mir anzusehen. Rate mal, was es war. Sternstücke. Ganz viele davon. Hier, ich gebe dir eins ab.
Du erhältst ein Sternstück. Verstaust das Item in der Schatztasche. Im Pokémon-Supermarkt kann man Sternstücke teuer verkaufen. Von dem Geld kaufe ich mir neue Kleidung und dieser tolle Hut, den ich letztens gesehen habe. Ein Hut bräuchte ich wirklich. Das werde ich verkaufen, das Ding. Ich kaufe mir neue Klamotten. Ja, neue Klamotten, die brauche ich immer. Das ist auch sehr wertvoll. Wieder runter? Ja, wieder runter. Sehr gut, hat noch eine Etage das Hotel. Okay. Du nochmal. Bald fängt die Arena-Challenge an. Wird auch langsam Zeit. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Den Sieg werde nämlich ich nach Hause tragen. Das werden wir noch sehen. Und da schauen wir mal. Die Öffnungszeremonie beginnt bald, Arena-Challenger. Soll ich dich zum Arena-Stadion führen? Nein, danke. Ich wünsche schon alleine hin. Oh, du findest selbst zum Stadion? Selbstverständlich. Sehr vorbildlich. Ich will nämlich vorher noch den Part beenden. Ja, der mich nach oben sitzt, euch gefallen haben. Ich mach mal hier Schluss an diesem Hotel. Dann geht's im nächsten Part weiter Richtung Stadion. Im nächsten Part die Arena Challenge. Ja. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Oder generell das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Das wird wahrscheinlich Pokémon Schwert und Schild sein. Nein, nur Pokémon Schwert. Dieses Let's Play. Ja, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.